Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario Galaxy 2. So, im letzten Part habe ich hier versucht, den dritten Stern zu bekommen. Bin aber kläglich gescheitert, weil ich noch nicht hundertprozentig weiß, wo der ist. Ich denke, im Nebel. Aber ich warte da auf eine Antwort von euch. So, Tic-Tac-Galaxy. Gehen wir die doch mal an. Zeig mal her, was hast du da? Kometenalarm hast du. Ach, interessant. Gut, Grünstern 1, was gibt's denn hier so? Tick, tick, tack, Silbersterne und schneller. Okay, das ist also immer das Gleiche. Okay, gut, aber die ist nicht lang. Man hört ihn schon. Und da ist einer. Ja, okay, das war eigentlich klar. Der sieht mir fast so aus, als wäre der nur mit einem Dreisprung zu erreichen. Okay, da ist der eine und da hinten ist der andere. Ja, das ist das Schöne an diesem Level. Okay, wenn ich dumm bin, dann wähle ich... Obwohl, wenn ich den zweiten Stern anwähle, heißt es nicht unbedingt, dass das hier das Schnellere wird. Aber... Oh, das war auch wieder dumm, 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 dumm. Ich sehe das gerade zu locker. Viel zu locker. Ist der hier? Ja, wie komme ich da denn hin? Komme ich da hin? Leute, wie komme ich da hin? Muss mal einer sagen. Dreisprung-Bolo! Was denn sonst? Immer wieder der gute alte Dreisprung. Gut, der war nicht so schwierig. Der zweite, der ist an einer Stelle, wo ich, glaube ich, einen Dreisprung ausführen muss und dann... während das so tick, 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 tick macht, ne? Wird sich zeigen. Während die Briefbombe, ja, tickt fröhlich vor sich hin. Wie komme ich auf Briefbombe? Ja, liegt daran, heute wurde mein 3DS Capture-Gerät abgeschickt. Yay, da freue ich mich voll drauf. Also ich hoffe mal, dass das möglichst schnell kommt. Ich denke mal, das dauert ab jetzt noch 2 Wochen. Sagen wir mal 2 Wochen. Dann wird sich zeigen, ob der Zoll das kriegt oder nicht. Wenn der Zoll das kriegt, muss ich auf den Brief vom Zoll warten. Dann muss ich da hinfahren. Wäre auch uncool, aber... Das wird dann teuer. Ich glaube, das wird dann teuer. 19% nochmal drauf, das wäre... Boah, das wäre fast schon katastrophal. Aber... Meine Güte. Was tut man nicht alles, nur um dann festzustellen, das funktioniert nicht. Das wäre geil. Es wäre einfach mal wieder so ein Beispiel für mein Leben, ne? So. Das würde mich nicht wundern. Das auf keinen Fall. Ob mich noch irgendwas wundert. Ich will das Leben haben. Ja, das will ich. Ich nehme es mir einfach so. Boah, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Aber ich bin einfach so ein mutiger Typ. Das ist kein Problem für mich. So, jetzt geht's ab. Der war da hinten. Das weiß ich. Okay, jetzt müssen wir hier... so kann ich nicht sehen. So kann ich ihn nicht sehen. So kann ich ihn nicht sehen. So, aber so kann ich ihn sehen. Okay, ich sag euch, das muss so gehen. So. So und... Oder vielleicht... So reicht schon. Okay, da ist er. Okay, da komme ich so auf keinen Fall rein. Das muss ich mit einem Dreisprung machen. Oh, aber wie? Das war dumm. Okay, das war... Die grundsätzliche Idee war schon richtig. Und... Dreisprung und... daneben, du bist ein Honk. Der auch. Mist. Muss auf den... Nee, den Game muss ich... Ja, jetzt. Okay, mittig stellen, mittig. Sprung. Sprung. Und hoch. Yes, Mann. Ich bin einfach richtig gut geworden. So, Tic-Tac auch geschafft. Komplett, gar kein Problem. Ich bin richtig hibbelig gerade. Richtig hibbelig. Ich habe noch nie so viele Mario Galaxy Parts auf einmal aufgenommen. Außer beim ersten Mal, glaube ich. Beim ersten Mal habe ich, glaube ich, 6 Parts auf einmal aufgenommen. Da war ich so stolz auf mich, weil ich sowas eigentlich nie mache. Keine Ahnung, das kriege ich nicht ganz hin. So, ja, die ist immer noch so. Ist mir ein Dorn im Auge. Cooler Kunst. 2 Stück. 2 Stück, das kriegen wir auch hin. Klar. So schwer kann es ja nicht werden. Nein, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, weil das Cola-Kunst, das lässt sich auch super steuern, also kein Problem. Das ist klasse.
Klasse, halt schon mal die Mimo gerade und reg dich auf. So, hier sehen wir nichts. Da hören wir was, aber das bin ich mir nicht sicher, ob was ist. Ich will's nicht beschwören. Immerhin haben wir jetzt hier kein Zeitlimit oder so ein Mist. So wie bei dem einen Stern. Man sich voll beeilen muss. Ja, 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 mach einfach. Augen auf, Augen auf, Augen auf. Hier könnte ich mir... Ups, hier könnte ich mir auch sehr gut einen vorstellen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass ich das Extra-Leben hier einsammle. Aha. So, hören wir irgendwie was? Nicht wirklich. Okay, dann nimm mal den Schlüssel hier mit, damit wir wenigstens weiter können. Weil wenn es hier wirklich nicht ist, dann ist es halt so. Meine Güte. Muss ja auch nicht. Kann ich eigentlich springen? Ja, springen kann ich. Springen kann ich. Okay. Komm ich hier auch runter? Kann ich im Zweifelsfall? Nein. So, wenn wir wegfliegen, natürlich wieder Augen auf. Da ist doch was. Ein extra Leben. Okay. Hört ihr was? Hört ihr was? Ich höre nichts. Sagen wir mal, da ist nichts. Nein! Boah! Knapp. Ich glaube, ich höre was. Oh Gott, ist das eng! Ich kann das nicht steuern. Ich kann das echt nicht steuern. Aber ich höre was. Oh, hör doch mal auf. Hör doch mal auf! Oh Gott! Ey, wenn man das steuern könnte. Das wäre so klasse. Da war... Ich höre doch hier die ganze Zeit was. Das ist nervig, wenn man da was hört und... sich aber so unsicher ist. Was ist denn dann hier? Das fällt ja jetzt hoch. Da! Mal runter! Was denn? Ah, nein? Was? Oh, komm, Mario, ey. Jetzt mach mich nicht schwach. Mach mich nicht schwach. Versuchen, das Extra-Leben da wieder einzusammeln, oder? Ja. Oh, diese Steuerung. Ist so... Oh, so ein Bockmist. Unfassbar. Ach, wer hat sich den Scheiß einfallen lassen? Ja, ja. Hier bin ich auf dem Sack. So. So geht's. Okay. Naja. Grünstern Nummer 1, wa? Ja, ich werde doch langsam hier richtig, also so richtig, kriege schon so ein schlechtes Gefühl im Bauch. Also nach dem Motto, boah, anstrengend, richtig angestrengt. Weil es wird einfach nicht leichter. Na gut, wobei Welt 3 ist bis jetzt doch gut machbar gewesen. Und Welt 3 ist fast vorbei, muss man auch mal ganz klar sagen. Dann geht's schon mit Welt 4 los. Satan, dann haben wir schon eigentlich die Hälfte der Grünsterne knapp, oder? So langsam. Natürlich gilt die Spezialwelt dazu, also das ist noch eine Menge, aber... Und vor allen Dingen kommt die letzte Mission natürlich auch noch. Und die letzte Mission ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, wie alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Oh, da fällt mir was ein, da können wir ja auch über diese Livestream-Idee von mir sprechen. Ich sag's nochmal ganz deutlich, der Livestream würde aufgenommen werden... Die Qualität wäre auch gut, also da braucht ihr euch auch keinen Kopf drum machen. Nicht so wie jetzt wahrscheinlich, aber schon in der Nähe davon. Und ja, das Einzige, aber ein paar haben halt gesagt, macht bitte keinen Livestream. Ich weiß nicht genau, warum ihr das nicht wollt. Es ist ja nicht so, dass ihr es dann nicht mehr zu sehen bekommt. Ja? Und ich würde das dann auch so schneiden, dass ihr dann wirklich nur die Mission seht und bums aus Ende. Aber ich denke auch mal, dass ich schon vorher so weit bin, das aufzunehmen, bevor ich da überhaupt an einen Livestream denken kann. Ich nehme das Extra-Leben wieder mit, weil ich so gut bin. Ja. Und weil ich denke, dass ich hier noch ein paar Mal sterbe. Nee, also ich werde es... Mal schauen. Ich würde es halt cool finden. Aber ich werde es auf jeden Fall womit mit Facecam machen. Mal ausnahmsweise dann wieder mit Kamera. Oh Gott, Mario. Dich. Eigentlich liebe ich dich, aber nicht für dieses Ding hier.
Und das hier noch in der Special-Welt, da gibt es auch so eine ganz fiese Mission. Oh Gott. Da ist der grüne Stern, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn ganz deutlich gesehen. Schnell hier durch. Kommt dann. Schaffen wir das mit dem Sprung her? Ja. Ist klar. So, wo war er denn? Ja, der war da, wo ich auch gesagt habe, dass ich ihn höre. Ja. Und da komme ich bitte wie hin? Hallo? Wie soll das gehen? Boah, das geht ja mal gar nicht, ey. Ich glaube, den hier muss ich erstmal loswerden, wa? Ach, geh weg! Geh doch mal weg! Oh, ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Nein! Oh, Leute, zum Ausrasten! Es ist zum Ausrasten, wenn einfach nur diese verdammte Wiimote daran schuld ist, dass du failst. Lass mich doch mit der Analogstick steuern. Apropos Analogstick. Wii U Preise sind ja schon raus. Und das habe ich auch schon in einem Mario Kart Terminvideo angesprochen. Und auch die Preise für den Classic Controller Pro, die sollen so um die 50 Euro oder sogar 60 Euro liegen. Schon ein respektvoller Preis. Ich nehme dann auch mal an, dass da ein Rumble Pack drin ist, Nintendo. Beim jetzigen Classic Controller ist ja kein Rumble Pack. Also das spielt ohne Rumble. Ist auch mal was. Kennt man gar nicht mehr. Oh, Junge, fall da runter. Oh, so krieg ich den da nicht weg. So sterbe ich höchstens. Oh, nein. Ja, da ist einfach nur scheiße. Die Stelle ist perfekt. Okay, gut. Jetzt kann ich mich hier rum kümmern. Wie soll das denn gehen? Ach. Ja, ich wollte mich dabei einfach nicht von dem Kugelvieh stören lassen. Ist so, Leute. Ich hatte Angst. Ja. Pure Angst. Und ich hoffe dann, dass man solche Spiele dann auch mit dem Classic Controller zocken kann. Oder mit dem normalen Wii U Gamepad, das ja 150 Euro kosten soll. Wenn man bedenkt, das ist der halbe Preis der Konsole. Das ist schon... Nicht schlecht, nicht schlecht. Da muss man sich dann doch überlegen, ob man ein zweites besorgt. Eigentlich hatte ich gedacht, ich werde mehrere haben, aber... Naja, schauen wir mal. Okay, Leute, wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es heißt, such die grünen Sterne, du Idiot. Bis dann und ciao.